Hi! Ich habe vor ein paar Wochen in meiner Instagram-Story gezeigt, dass ich mir meine Wimpern und Augenbrauen selber lifte. Ich weiß nicht, wer von euch das überhaupt kennt, aber wenn man sehr gerade Wimpern hat, dann gibt es eine Methode, sie sozusagen wie bei einer Dauerwelle nach oben zu formen und das hält dann 4 Wochen oder so. Und ich habe sehr schlimme Wimpern. Also jetzt gerade sieht man es nicht so gut, weil noch ein bisschen Schwung von gestern drin. Aber meine Wimpern, die gehen schon fast nach unten, wenn ich sie natürlich nach dem Duschen einfach so lassen würde. Da hilft keine Wimperntusche. Ich muss wirklich mindestens eine Wimpernzange benutzen, sie dann 10 Minuten darin halten, damit sie den halben Tag einen Schwung haben. Aber ich habe vor ein paar Monaten das hier entdeckt. Das ist keine bezahlte Werbung, das habe ich mir selbst gekauft. Ich kann euch unten in der Infobox verlinken, das habe ich bei Amazon bestellt. Und das ist ein Lash Lift Set. Damit gibt man seinen Wimpern Schwung. Und ich benutze das auch für meine Augenbrauen, weil meine Augenbrauen sehr störrisch sind. Also, ja, guckt euch einfach an, wie die jetzt aussehen und dann sehen wir später, wie sie danach aussehen. Auf jeden Fall möchte ich euch heute zeigen, wie ich das benutze, weil ich, seitdem ich das einmal gezeigt habe, immer noch täglich Fragen dazu bekomme. Und hier einmal ein Video dafür, damit ich das immer verlinken kann. Ist das überhaupt noch gut? Ich habe das schon 4 oder 5 Mal, glaube ich, gemacht. Also wie gesagt, alle 4 bis 6 Wochen müsste man dann wieder mal nachholen. Und mir ist aber aufgefallen, also ich weiß nicht, ob es stimmt, das können wir heute nochmal nachgucken, aber irgendwie wirkt es nicht mehr so gut wie am Anfang. Ich weiß nicht, ob vielleicht das Zeug schlecht werden kann und nicht mehr so gut ist, aber es sieht eigentlich noch aus wie am ersten Tag. Also, um die Wimpern und Augenbrauen zu liften, brauchen wir einmal das Set, dann Frischhaltefolie, irgendein Papierzeug. Ich glaube, mein Hund muss raus. Oder auch nicht. Und irgendein ölhaltiges Abschminkzeug, also auf jeden Fall was wasserfestes Make-up runterkriegt. Weil in dem Set ist zwar so ein Cleanser dabei, aber der war nach der ersten Anwendung komplett leer. Für die Augenbrauen braucht ihr als erstes diesen Kleber, der dabei ist, und eine Bürste. Ihr müsst euch die Augenbrauen so bürsten, wie sie am Ende haben wollt. Und dann den Kleber draufpacken, nochmal ein bisschen nachbürsten. So, ich packe jetzt diesen Kleber großzügig auf meine Augenbraue und danach müsst ihr sie nochmal, also das muss ziemlich schnell gehen, in Form bürsten. Und weil es ein Lift ist, bürsten wir sie natürlich nach oben. So, ich habe die erste Augenbraue jetzt fertig und ihr braucht keine Angst zu haben, dass die dann für immer in dieser Form bleibt. Die werden dadurch einfach nur ein bisschen einfacher zu stylen. Also, ich weiß nicht, man sieht voll den Unterschied, dass da jetzt jedes Härchen sehr einzeln ist und auf der Seite habe ich einfach nur so einen Haufen Augenbrauen auf einem Strich. Und das ist einfach nur dazu da, dass sie so ein bisschen lernen, auch mal alleine klarzukommen und nicht immer nur auf dieser einen Linie positioniert bleiben sollen. Und meine linke Augenbraue ist so viel anstrengender als meine rechte Augenbraue. Ich habe da so eine richtig große Lücke irgendwie drin und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und jetzt klebt es schon viel zu fest. So, nachdem ihr dann eure Augenbrauen nach oben und auseinander geklebt habt, kommt das erste Zeug da drauf. Da steht eins drauf. Und das kann man mit diesen Dingern auftragen, die auch in dem Set drauf sind. Da war so ein Wattebausch dran. Das ist aber mittlerweile ab. Und was ihr auf keinen Fall machen dürft, ist, bevor ihr das anwendet, eure Augenbrauen zu zupfen. Weil das habe ich beim ersten Mal gemacht und das hat so gebrannt. Und reißt euch da so ein passendes kleines Stück einfach zusammen und legt das über eure Augenbrauen. Und das muss jetzt für 10 Minuten da drauf bleiben. Und jetzt kommen wir zu dem schwierigen Teil, und zwar die Wimpern. Bei dem Set habt ihr ganz viele solcher Schablonen, die ihr auf euer Augenlid kleben. Also ihr sollt euch davon was aussuchen und das auf euer Augenlid kleben. Ich rate euch auf jeden Fall dabei, einfach das Kleinste zu nehmen. Also S in meinem Fall jetzt. Auch wenn ihr große Augen habt, ich habe ja auch große Augen, S wird auf jeden Fall reichen. Und S ist auch das Platteste, wodurch eure Wimpern wirklich am geschwungsten sein werden. Außer ihr habt wirklich lange Wimpern. Vielleicht sollte man dann da was
dickeres nehmen. Ich habe beim ersten Mal, glaube ich, M genommen und da habe ich kaum was gesehen. Nehmt auf jeden Fall das kleinste und platteste, was es gibt. Und bevor ihr das macht, biegt eure Wimpern auf jeden Fall auch schon mal vor. Dann halten die ein bisschen besser und danach sieht es meiner Meinung nach auch noch geschwungener aus. Falls ihr das zum ersten Mal macht, rate ich euch auch dazu, mit einem Auge komplett fertig zu sein, bevor ihr das zweite Auge macht. Weil es ist jetzt auch nicht so einfach, beide Augen gleichzeitig zu machen, vor allem wenn man nicht wirklich was sieht. So, das erste Ding klebt jetzt auf meinem Lid. Und dann müsst ihr eure Wimpern da drauf kleben. Und das ist, glaube ich, der schwierigste Part. Und dafür benutze ich dann immer dieses Teil, was auch bei dem Set dabei ist. Also ich packe ganz viel Klebe da drauf, auf das Ding und auf meine Wimpern. Und kämme die halt so lange da dran, bis sie wirklich kleben. Und das kann oft ein bisschen dauern. Und es werden immer irgendwo Wimpern sein, die einfach nicht kleben wollen. So, ich habe jetzt alle Wimpern dran geklebt. Und dann wollt ihr eigentlich am liebsten einfach wieder alles abmachen, weil es so unangenehm ist. Wenn alle Wimpern kleben, dann kann da auch diese Flüssigkeit 1 drauf. Passt halt auch, weil ihr sehr nah an eurem Auge seid, dass ihr wirklich nur die Wimpern berührt. Und die Augenbrauen sind in der Zwischenzeit fertig geworden. Als nächstes machen wir das Zeug von den Augenbrauen runter so ein bisschen. So, und dann kommt Flüssigkeit 2 auf eure Augenbrauen. Hund, könntest du bitte leise sein, ich drehe ein Video. Sie hat ihren Ball absichtlich in eine Ecke geschmissen, an die sie jetzt nicht mehr rankommt. Und jetzt bellt sie die Ecke an. So, und dann kleben wir das Zeug an das zweite Lid. Weil ich sitze ja aber auch in der ungeradesten Haltung, die es gibt. Müssen wir mal die Kamera ein bisschen höher machen, dann motiviert mich das, gerade sitzen zu bleiben. Hier kommt jetzt das zweite Zeug drauf. So, die Augenbrauen sind jetzt soweit fertig. Und dann macht man da Lösung 3 drauf. Das ist in so ein pflegendes Öl. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das wirklich sinnvoll ist, das drauf zu tun. Aber ich tue es einfach mal drauf. So, und hier muss ich noch das erste drauf tun, ne? Oh. Ich fühle mich ein bisschen, als wäre mein Gesicht aufgespritzt und ich könnte keine Mimik reinbringen. Obwohl es einfach nur hier oben ist. Ich verstehe gar nicht, warum mein Face ID mein Gesicht nicht erkennt. Ja, und dann müsst ihr ein bisschen warten und es tut weh und es nervt. Aber man hat danach wunderschöne Augenbrauen und Wimpern. Man könnte sich das auch machen lassen, aber das kostet, glaube ich, so 80 Euro. Und dann muss man das alle 3 bis 4 Wochen neu machen. Und dieses Set hat, glaube ich, jetzt 25 Euro gekostet. Und ich konnte es so 6 Mal benutzen. Also lohnt sich schon, finde ich. Was gibt es heute eigentlich zu essen? Willkommen zurück. Das erste Auge ist fertig. So, dann wird das wieder runtergenommen. Ah, das ist immer Tsunami im Auge. Und dann kommt das pflegende Öl drauf. Ich bin jetzt mit dem letzten Auge fertig. Jetzt kommt wieder das blaue Zeug ab und dann muss da noch das Öl drauf. Und dann gibt es eigentlich noch diese vierte Flüssigkeit, die bei mir ja schon leer ist. Das ist einfach, um den Kleber, die Klebereste und alle Reste abzukriegen. Also benutze ich dafür einfach mein Abschminkzeug. Und das mache ich jetzt schon mal auf den Augenbrauen und dem einen Auge. Und ihr braucht auch keine Angst zu haben, dass der Kleber zu fest ist oder so. Also mit so Abschmink, mit irgendwas Ölhaltigen, sollte das eigentlich ganz gut abgehen. Und das Ding könnt ihr auch ziemlich leicht einfach von eurem Lid ziehen. Das tat bei mir noch nie weh. Au! Das tat bei mir noch nie weh. So. Und normalerweise würden jetzt schon meine Wimpern, sobald die mit so Abschminkölen in Berührung kommen, wieder komplett runterfallen.
und jetzt bleiben die einfach schön oben. So, und das ist jetzt das fertige Ergebnis. Also meine Wimpern haben jetzt von sich aus einen sehr schönen Schwung. Das Krasseste ist, wenn man von Natur aus sehr gerade Wimpern hat und das dann hat, dass die nach dem Duschen einfach immer noch geschwungen sind. Und das bleibt auch so, bis die komplett auswachsen. Und bei den Augenbrauen, ich weiß jetzt nicht, ob man das gut erkennen kann, die sind jetzt einfach viel einfacher zu stylen und in irgendeine Form zu kämmen. Das war ja vorher gar nicht möglich. Da waren ja wirklich alle einfach die ganze Zeit zusammen auf einem Fleck. Und ja, die muss man sich natürlich noch mal ein bisschen vernünftiger bürsten und vielleicht ein bisschen nachzeichnen. Was ich vielleicht am Anfang erwähnen hätte sollen, ist, dass falls ihr das versucht nachzumachen, seid auf jeden Fall sehr vorsichtig, weil ihr seid da ja komplett nah an eurem Auge dran. Und vielleicht solltet ihr vorher auch einfach mal einen Hauttest machen, allen Produkten, die ihr da auch auf eure Haut tut, um zu sehen, ob ihr irgendeine Reaktion darauf zeigt. Sehr schlau, das am Ende des Videos zu sagen. Ja, das war's mit dem Video. Ich mache mich jetzt zu Ende fertig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.